Prozesse, richtig schwierige Prozesse anzupacken, komplexe Prozesse, okay? Also heute kommt einiges zusammen, was wir bisher gemacht haben, kommt einiges zusammen. Wir werden nachher auch mit R arbeiten, mit einem kleinen Programm. Stellt euch vor, am ersten Tag haben wir oder am zweiten Tag haben wir das EOQ-Modell, um das Verhalten von einem Prozessschritt irgendwie messbar zu machen. Was ist die optimale Bestellmenge für den Prozess? Also was ist die optimale Q in Anführungsstrichen? Danach haben wir uns gekümmert, die Beziehung zwischen zwei Prozessschritten aufzudröseln sozusagen, und wir wollten herausfinden, wie viele Teile wir reinpacken in einem Supermarkt. Könnt ihr euch erinnern vielleicht? Das war Schritt 1, Schritt 2. Heute, wir haben ein Beispiel gemacht mit dem Kanban. Stellt euch vor, wir machen jetzt nicht mehr nur zwei, sondern wir machen ein Netzwerk an unterschiedlichen Prozessschritten, die gegenseitig miteinander sowohl Material als auch Information austauschen. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, Punkt, 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 N Prozessschritten. Das kann man nicht mehr mit der Hand machen. Okay? Das kann man nicht mehr mit der Hand artikulieren. Und dafür benötigen wir einfach einen EDV-Unterstützungsmodell. Dafür, um diesen Schritt gehen zu können, haben wir gesprochen über den Average Path Length, über den Clustering Coefficient und über die Degree Distribution. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Ja? Das haben wir mit Bleistift und Papier berechnet. Heute gehen wir, wie gesagt, diesen Schritt, und wir nehmen den Schritt bewusst vor. Nun, dafür ist noch ein Konzept notwendig. Und zwar, wir benötigen ein mathematisches Konstrukt, der dieses Netzwerk vollständig beschreibt. Und dieses Konzept heißt Graph. Ein Graph ist ein mathematisches Konstrukt, der beschreibt ein Netzwerk von N-Knoten und E-Edges, die Beziehungen, die Wechselwirkungen. Und dieses Graph wird beschrieben durch den Laplacian Matrix. Okay? Kurze L. Dieses L ist gleich D minus A. Okay? Und was heißt D und was heißt A? D heißt Degree Matrix. Und A heißt die Adjacency Matrix. A, okay. Das heißt äquivalent. Nicht gleich, sondern äquivalent. Okay, das ist so gang und gäbe. Alright, genau. Also wie berechne ich D und wie berechne ich A? Was sind die Elemente von D und von A? D und A, okay? Wenn I gleich J, das ist eine Matrix, wie gesagt, wenn I gleich J beim Degree Distribution, dann hole ich mir den Degree von I.
Wenn I ungleich J, das ist gleich 0. Und bei Adjacency Matrix, wenn I gleich J, dann ist 0. Und wenn I ungleich J, habe ich hier die Anzahl Nachbarn. Beispiel an diesem Netzwerk. Was ist D? Ich habe, wenn wir jetzt diesen N wegnehmen und machen wir hier ein 7. Ich habe ja 7 Elemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay. Der Degree von, das sind nicht die Anzahl Nachbarn, das ist falsch. Wenn I ungleich J, gibt es zwei Möglichkeiten. Gibt es eine Beziehung, gibt es dann ein 1, wenn verbunden. Und ein 0, wenn nicht verbunden. Degree Distribution. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Entschuldige, Degree Matrix meine ich. So, 1 gleich 1. Okay, das heißt hier, alles was in der Diagonale ist, stellt den Degree dar. Alles was außerhalb der Diagonale ist, ist ein 0. Das heißt, 1 gleich 1 in der Diagonale. Wie viele Nachbarn hat 1? Also der Degree von 1 ist nur ein Nachbarn. Also ein 1. 2. Wie viele Nachbarn hat 2? Auch nur ein Nachbarn. Wie viele Nachbarn hat 3? 1, 2 und 3. 3. Wie viele Nachbarn hat 4? 1 und 2. 2. Wie viele Nachbarn hat 5? 1, 2 und 3. Wie viele Nachbarn hat 6? 1 und 2. Und wie viele Nachbarn hat 7? Auch 2. Okay, das ist die Degree-Matrix von diesem Prozess. Die Adjacency Matrix ist gleich. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay. Ist in der Diagonale ist es ein 0, wenn I gleich J, also alles 0. Und dann 1 hat wie viele? 1 ist verbunden mit 2. Nein, oder? Nein. Dann habe ich ein 0. Ist 1 verbunden mit 3? Ja. Ja, oder? Hallo? Ja? Ja, also ein 1. Ist 1 verbunden mit 4? Nein, ein 0. Ist 1 verbunden mit 5? Nein. Wieder ein 0. 1 verbunden mit 6? 0. 0. Okay? Der Knoten 2. Also diese Matrix ist immer symmetrisch, deshalb hier auch ein 0. Knote 2 ist verbunden mit 3. Ja. Hier ein 1 und dann mit keinem anderen. Knote 3 ist verbunden mit 1. Ja. Ist verbunden mit 2. Ja. Ist verbunden mit 4. Auch. Mit 5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. Knoten 5 ist verbunden mit 1, 2 und 3. Nein, also, Entschuldigung, Knoten 4 ist verbunden nur mit 3, oder? Dann habe ich 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Okay? So, wenn ich diese zwei Matrixes gemeinsam bringe, dann kriege ich den Laplacian Matrix. So, jetzt die Theorie sagt aus, und das ist wichtig, dass der Eigenwert
Nummer 2 und der Eigenvektor Nummer 2 von der Matrix Laplacian ist besonders wichtig, weil es sagt viel aus über die Struktur von dem Netzwerk. Die Dinge heißen Fiedler-Vektor, Fiedler-Wert und Fiedler-Vektor. Okay? Und also wie man einen Eigenvektor berechnen, ist einfach L minus Lambda I im Determinant gleich 0. Das ergibt die, die Eigenwerte und AV gleich Lambda V, das ergibt die Eigenvektoren, okay? Das nur mal als im Klammer. Das ist Algebra. Wichtig ist aber, okay, das ist die Theorie, wichtig, bitte im Kopf behalten, die Symbolstruktur. Symbolstruktur vom Fiedler-Vektor entscheidet über Engpässe im Prozess. Warum? Das hat mit der spektralen Theorie zu tun. Ich werde es hier nicht erklären. Okay? Nicht notwendig auch zu wissen. Es ist wichtig, dass ihr weiß, der zweite Eigenvektor von dem Laplacian Matrix ist entscheidend, um Information zu geben über den Prozess. Okay? So, das ist jetzt mal die Theorie. Fragen? Fragen?